Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rewild. Ja, in der letzten Folge haben sich Kudagero und Brooke gefunden. Wir haben ein königliches, naja, nicht ein königliches, aber ein Holzdoppelbett gebaut. Exzellent von Kimmy. Ich dachte dann, dass wir, wenn wir hier die Betten nochmal abreißen, dass wir vielleicht nochmal ein exzellentes Bett kriegen, aber wir haben alle, ja, gut, wir haben eher ein gutes hier bekommen. Überlegen ein bisschen hier nochmal gut. Aber die Betten sind alle schäbig hier nochmal normal. Also wir haben nicht wirklich noch was super Gutes rausbekommen, wie das eine exzellente Doppelbett. Aber dass es halt nicht ein zweites Mal geklappt hat, ist halt schade. Dann haben wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen umgebaut. Die Stoffsessel werden hoffentlich auch noch diese Folge fertig. Sieht aber fast schlecht aus, weil wir keinen Stoff mehr haben. Oder die Baumwollpflanzen alle schon geerntet haben. Und ja, wir haben noch ein Teleskop gebaut. Und ja, das Allerwichtigste, wir hatten in der letzten Folge so viele Vorratskapseln und so viele Händler. Es hat einfach kein Ende genommen von diesen Vorratskapseln. Ich weiß auch nicht. Und Dorna hat immer noch die Wurminfektion. Ich frag mich, wann die endlich vorbei ist. Das ist furchtbar. Das letzte Folge auch ein bisschen durchgedreht. Naja, reinige mal den Dreck vielleicht. Und es müssten auch gleich jetzt noch ein paar Besucher vorbeikommen. Von daher. Wir machen hier mal den Schlafplatz weg. So, wenigstens den Arbeitsbereich von Oleg mal ein bisschen reinigen. Ja, ich glaube, jetzt ist alles sauber. Und dann setzen wir nochmal hier vielleicht noch ein paar neue Schlafplätze für unsere Tierin. Sehr gut, der Röhrenfernseher ist fertig. So, stopp, Moment. Ich muss erstmal gucken. Mechanik wollte ich als nächstes erforschen, damit wir die hier zerlegen können. Aber ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht nicht eher doch was anderes als erstes erforschen. Also ich glaube, die Hydrokulturen brauchen wir nicht unbedingt. Also Kartoffeln haben wir mehr als genug. Das wäre, glaube ich, jetzt momentan noch verschwendete Zeit. Ah, okay, wir brauchen den elektrischen Schmelzofen dafür. Wir brauchen den Hightech-Labortisch hierfür. Ja, okay, dann machen wir halt als erstes die Mechanik. Ich glaube, die brauchen wir sowieso irgendwann noch für was anderes. Wie sieht's denn aus mit dem Hightech-Labortisch? Können wir den können wir jetzt bauen. Der kostet auch einiges. So, ich würde mal sagen, wir machen den aus Stahl und Holz. Und der ist riesig. Der ist wirklich riesig. Man braucht Strom. Wo setzen wir den denn hin? Also hier oben ist ja gar nichts momentan. Also könnten wir eigentlich hier auch was reinsetzen, würde ich mal sagen. Machen wir den hier rein, den Labortisch. Kann nicht schaden, Dorna. Trägt Schweinefleisch hier rum. Ich weiß nicht, ich sollte Dorna vielleicht nicht mehr als Trägerin einstellen. Künstlerisch bist du ein bisschen begabt. Ah, ich weiß nicht. Das Problem ist, du kriegst halt immer so schnell Hunger. Ich frage mich halt, wann die Wurminfektion endlich mal weg ist. Es wäre mal gut, wenn die weg wäre. So, ich bin am Überlegen, vielleicht den einen mal abzureißen hier. Damit wir den hier fertig bauen können. So. Und dann setzen wir einfach nochmal einen neuen hier hin. Na, warum hat das jetzt nicht geklappt? So, wir können natürlich auch nochmal einen größeren Tisch hier hinbauen, weil ich glaube, es gibt so ein paar Stoßzeiten auch mittlerweile, wo dann viele Kolonisten kommen und was essen wollen. Machen wir das mal vielleicht so. Ja, aus Stoff haben wir. Wir haben halt momentan keinen Stoff mehr. Machen wir vielleicht aus Holz noch ein paar Stühle. So, und wo sind die Besucher? Ah, die sind ganz in der Nähe. Sehr gut.
Dann kann Makuta Gero mal gucken, ob wir denen was abkaufen können. Vielleicht haben sie ja was Cooles dabei. So, Mahlzeiten verkaufen wir nicht. Haben wir nicht mehr so viele. Ich glaube, wir müssen auch die einfachen Mahlzeiten wieder mal reinstellen. Den Kurzbogen können wir auf jeden Fall verkaufen. Langbögen können wir doch jetzt mal verkaufen. Da haben wir doch einige davon. Okay, ja, das reicht, glaube ich. Mehr können wir jetzt erstmal nicht verkaufen, würde ich sagen. So, wobei, wir haben noch sehr viele Walks. Also wir können noch einige leckere Mahlzeiten kochen. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir hier mal eine Holzwand jetzt reinbauen und dann noch einen zweiten Herd. Könnten wir auch auf die andere Seite stellen. So. So, und ja, wie letzte Folge schon gesagt, ich möchte. Wir haben immer noch das Hungern. Wir haben einfach viele hungernde Tiere. Die ist bewusstlos. Was? Linkes Bein abgeschlagen. Oh je. Dann schlachten wir dich. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich bin nicht grausam. Brooke hat den Heiratsantrag für Kuta Gero angenommen. Sehr cool. Hat Brooke einen Heiratsantrag gemacht? Brooke hat zugestimmt. Die beiden sind jetzt verlobt. Gucken, wie es erstmal leicht. Gehirn. Oh, Alzheimer leicht. Wie alt bist du denn? 51. Oh, ich glaube, du wirst bald sterben. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Ich auf einer Party. Meinung meines Verlobte Brooke. 9, okay. Machen wir hier vielleicht mal noch eine Lampe rein, wenn wir schon dabei sind. So. Brauchen wir jetzt einen Hochzeitsplatz eigentlich? Kann das sein? Wir machen mal irgendwo einen Hochzeitsplatz hin. Ich würde mal sagen, machen wir den einfach mal hier hin. So. Können wir auch gleich den Partyplatz noch nebendran setzen. Gut. Ja, genau, ich wollte hier unten natürlich jetzt noch ein paar Wohnungen ausbauen. Das werden wir auf jeden Fall diese Folge machen. 303 Holz haben wir noch, das ist nicht gerade viel. Die Bäume sind 54% gewachsen, also es dauert auch noch ein bisschen. Und wieder eine Händlerkarawane, da können wir auch gleich nochmal vorbeigucken. Aber ich schaue jetzt erstmal, wie weit ich hier komme. Also so viel brauchen wir, glaube ich, nicht. Oder wir bauen es wirklich mal komplett. Wir bauen uns einfach mal komplett ein. Schauen wir einfach mal, für wie viel das Holz jetzt noch reicht. So. Kuta Gero, wo bist du? Unser Handelsmeister. Du meditierst. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. So, wir verkaufen die Marmorblöcke, würde ich sagen, verkaufen wir. Sandsteinblöcke verkaufen wir, den Stahl brauchen wir noch. Jawohl, Biberleder, Labradorfell, Schneehasenfell. Stoff können wir natürlich auch verkaufen, das ist so wenig. Hühnerei befruchtet verkaufen wir, die Kartoffeln verkaufen wir nicht. Hühnerfleisch verkaufen wir, Workfleisch verkaufen wir. Küken so verkaufen wir jetzt erstmal nicht. Ein Husky kaufen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich würde eigentlich lieber gucken, dass wir vielleicht sogar wirklich Plastein langsam anfangen zu kaufen. Aber die haben keinen Plastein, nee. Nee, dann lassen wir das mal so. Ich würde sagen, das reicht erstmal. So. Aber die Mahlzeiten nehmen ziemlich rapide ab. Und daher würde ich mal hier nochmal einfache Mahlzeiten reinsetzen. Und natürlich noch einen Stoffsessel. Abscheulich ist die Umgebung, das ist nicht schön. Obwohl hier so ein schöner Teppich drin ist. Oleg, würdest du vielleicht kurz mal deinen Arbeitsbereich reinigen?
frage mich immer, warum der überhaupt so schnell dreckig wird. So, wie sieht's jetzt aus? Immer noch stark verschmutzt. Wenn wir die Tür zumachen, dann dürfte es nicht mehr so stark verschmutzt sein, hoffe ich mal. Die ist sehr kalt, die ist sehr heiß, beengte Umgebung. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall hier noch ein bisschen mehr abreißen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und das mal so. Was haben die hier dabei? Silber, Schneehasen, Kurzbogen, ein Goldspeer. Wäre eigentlich auch wirklich mal interessant, die anzugreifen, aber ich will's eigentlich erstmal nicht machen. Das ist eigentlich unser Reiniger. Brooke, warum reinigst du nicht mal irgendwas? Das wäre doch mal eine schöne Aufgabe. Was macht dieser... Ah, ich habe die Zone hier gar nicht mehr geändert mit den Waffen, stimmt. Ich darf keine Waffen rein. Und wo ist es denn? Textilien, glaube ich, war das. Also Nahrung darf sowieso nicht rein, Textilien, Medizin darf nicht rein. Kleidung darf nicht rein. Ja, so müsste es, glaube ich, hinhauen. Dann setzen wir hier mal alles auf kritisch. Das müsste eigentlich auch auf kritisch sein, ja? Und das hier ist auch auf kritisch. Okay, haben wir alles. Soweit sieht's gut aus. Mal hier ein bisschen roten Teppich dann irgendwann mal verlegen, wenn wir wieder Stoff haben. So, das deinstallieren wir dann. Dann setzen wir die Kochplatte eins weiter nach links. Damit wir auch ein bisschen mehr Platz haben. Und dann setzen wir mal hier die leckeren Mahlzeiten rein. Und installieren mal den Stoffsessel hier gleich. So, dann muss Oleg auf jeden Fall nicht immer so weit laufen. Das ist doch schon mal ganz gut. Wie sieht's jetzt aus? Ah, es ist sauber. Sehr schön. Dann fühlt Oleg sich, glaube ich, auch ein bisschen wohler die ganze Zeit. Wow. Die ganze Leitung ist in die Luft gegangen. Oh mein Gott. Der ganze Strom natürlich erstmal. Wow. Da bin ich sogar ein bisschen erschrocken gerade eben. So, ich würde mal sagen, wir kochen weiter leckere Mahlzeiten. Ist die Skulptur auch mittlerweile fertig? Sieht fast so aus. Ah, den Sandsteintisch oder Schachtisch sollten wir auch mal wieder installieren. Und hier ist die schöne Sandsteinskulptur. Groß, übel ist sie. Attraktivität minus 7. Ich weiß nicht, ob ich sie aufstellen will, wenn sie so hässlich ist. Und der ganze Strom ist aus. Das ist nicht gut. Oh nein. Da verderben unsere Sachen, unsere Lebensmittel. Wir brauchen mehr Strom anscheinend. Ah, die Leitung ist auch schon lange nicht mehr verbunden. Die ist nicht in die Luft gegangen gerade eben. So, hoffentlich in 16. Noch 2 Tage. Die Lebensmittel dauern auch noch ein paar Saison. Von daher gehen die nicht so schnell kaputt. Das ist okay. So, ich hoffe, dass die Batterien sich jetzt schnell wieder aufladen. Ja, die Wurminfektion ist endlich weg. Wahnsinn, das hat ja nicht ewig gedauert oder so. So, wie sieht's hier aus? Ja, noch nicht mal die Hälfte. Ein Leguan ist verrückt geworden. Er greift von oben an, dann machen wir mal schnell das Geschütz noch an. Brooke, kannst du das übernehmen? Sehr gut. Wieder ein bisschen Fleisch. Was mich auch ein bisschen wundert, ist, dass unsere Tiere, unsere Wildschweine nicht schwanger werden.
Vom Training her sieht's auch nicht so gut aus bei den Wildschweinen. Aber bei tragen können sie bald. Ja, Transport wird hier bald gelernt. Wildschwein Nummer 4 kann es auch noch nicht. Schade. So, Kudagero wieder. Walte deines Amtes, geh zum Großhändler, verkauf ihm mal ein bisschen was. Vielleicht die Skulptur, wenn es geht. Stahl, Gold, Walkfell, weg damit. Alpaka-Wolle, weg damit. Hühnerei befruchtet brauchen wir auch nicht mehr. Ja, die Küken können wir noch behalten. Oh, wir haben doch Nachwuchs bekommen von den... Das habe ich irgendwie verpasst. Oh mein Gott, haben wir viele Küken. Und Frischlinge haben wir. Okay, das habe ich anscheinend übersehen. Den trainieren wir erstmal... Nichts, würde ich sagen. So, was kommt als nächstes? Die Geothermie wäre auch nicht schlecht, mal welche zu... Ja, erforschen wir mal auf jeden Fall die Geothermie. Und stellen jetzt mal, wo ist es denn? Die Mechanikwerkbahn irgendwo hin. Machen wir das mal. Jo, setzen wir es einfach mal hier rein. Das ist schon okay. Dann können wir nämlich gerade die Mechanoiden hier zerlegen. Was kann man denn hier noch alles machen? Die Waffen kann man zerlegen. Das wäre natürlich mal interessant. Haben wir noch... Nee, Rüstung haben wir nicht mehr. Die würde ich dann mal zerlegen. Ich glaube, wir kriegen aber da nur Stahl raus, wenn mich nicht alles täuscht. So, ich glaube, wir brauchen noch mehr Betten für unsere Tiere. So, und Kudagero und Brooks sind immer noch glücklich zusammen anscheinend. Oh, hatte Sex. Es geht doch nichts über ein wenig Sex, um die Laune zu heben. 19 Stunden. Sehr schön. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen hier. Aber soweit ich weiß, Kinder kriegen sie noch nicht. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen von den Updates. So, Donna, du kannst dir eigentlich mal ein Energiegewehr schnappen, würde ich sagen. So, den ersten Plastall. Das ist gut. Aber wie gesagt, es ist mir irgendwie, ich weiß nicht, es ist so ruhig. Es sind keine Angriffe momentan. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufrüsten. Ein paar Sandsäcke hier noch drumherum bauen. So. Die Leitung können wir mal bis hier oben ziehen. Ich meine, wenn es in die Luft geht, wird es eh kritisch. Und so weit oben brauchen wir das Stromkabel nicht. So. Ich glaube, das sieht ganz gut aus von der Verteidigung her. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Kartoffeln sind auch bald fertig. Nahrungsmittel haben wir noch genug. Fleisch ist nicht mehr so viel da. Von daher werden wir bald von den leckeren Mahlzeiten auf die einfachen wieder umsteigen müssen. Aber das ist ja kein Problem. Stühle sind auch fast fertig. Da oben könnten wir eigentlich auch nochmal einen hinbauen. Ein Stoffsessel. So. Die Zone können wir vielleicht ein bisschen verkleinern. Ah, wobei, wir lassen es immer so, oder? Machen wir es ein bisschen kleiner.
Hollek hat eine Prügelei mit Dorna angefangen. Das ist nicht sehr schön. Mach's mal ein bisschen kleiner so. Könnten eigentlich aus der Alpaka-Wolle noch irgendwas herstellen. Vielleicht ein paar Kleidungsstücke. Machen wir mal ein paar Cowboy-Hüte und noch ein paar T-Shirts. Und vielleicht noch eine Hose, so zwei Stück. Ja, das dauert auch noch ein bisschen, bis es fertig ist, aber dann kriegen wir auf jeden Fall, denke ich mal, hier die Wand hier komplett fertig, wenn die Pappeln hier gewachsen sind. Und ich hoffe, dass wir dann auch noch ein paar Wohnungen bauen können von dem Holz, weil ich glaube fast, dass es zu knapp wird. Cody ist ein bisschen untätig. Künstler, ja, wir stellen dich dann noch als noch Forscher ein, wenn du nichts mehr zu tun hättest. Ich frage mich auch gerade, ob die gleichzeitig forschen können. Das weiß ich jetzt nämlich auch nicht. Ich glaube, vom Kochen müssen wir auch demnächst mal noch jemanden einstellen. Nämlich zwei Stück reichen, glaube ich, fast nicht. Dann würde ich mal sagen, Mushinto, kannst du vielleicht auch noch mit kochen ein bisschen. Von den Nahrungsmitteln her, wir hatten mal 100 konstant und jetzt werden es halt immer weniger. Von daher würde ich mal sagen, dass wir auf jeden Fall hier auch noch ein paar leckere Mahlzeiten und ein paar einfache Mahlzeiten reinsetzen. Ohne Fleisch natürlich. Und natürlich hier noch ein paar einfache Mahlzeiten. Ohne Fleisch. Gut. Ich glaube, ja, irgendwie die Folgen in letzter Zeit sind ein bisschen ruhiger. Das ist natürlich ganz gut, da wir die Kolonie halt relativ schnell ausbauen können. Mal schauen, was in der nächsten Folge passiert. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.